Willkommen, liebe Leute, zurück zu Assassin's Creed Rogue. Wir sind das letzte Mal hier stehen geblieben und helfen jetzt mal den Leuten, die uns hier aufgenommen haben, nachdem wir ja angeschossen worden sind, geflüchtet sind von den Assassinen. Und ja, schauen mal, was hier los ist. Schnauze, Weib! Lass sie in Ruhe! Gehen wir mal rein. Was habt ihr denn hier zu suchen? Halt dich da raus, du Idiot! Das wollte ich auch, aber jetzt nehme ich es persönlich. Oh oh. Keine Chance, die Kleinen. Und kommt ja nicht wieder! Danke, Shay. In jungen Jahren hätte ich die allein erledigt. Eigenhändig. Warum werdet ihr belästigt? Oh, das Übliche. Sie glauben, sie verdienen Geld, wenn sie uns friedlichen Bürger nichts tun. Hört meine Worte. Diese Banden sind der Untergang unserer Stadt. Wartet, ich habe etwas für euch. Ich will nicht, dass ihr völlig splitternackt herumlauft. Hier, probiert mal. Von unserem Sohn. Ich vermute, wenn ihr auf Streit aus seid, könnte euch das helfen. Vielen Dank. Ich sehe einen vollendeten Gentleman. Cass! Trug ich ein Buch bei mir? Nur diese seltsamen Waffen. Ich danke euch. Jetzt entschuldigt mich. Dann liegt das Manuskript auf dem Grund des Atlantiks. Wow, like a boss, Leute, like a boss. Komm, komm, Shay! Direkt wieder fit! Was steckst du deine Nase in andere Leute Angelegenheiten? Was soll das? Warum bist du so krass, ey, für so eine... Du hast die falsche Seite gewählt! Oh Gott, was war das denn jetzt? Was haben du und deinesgleichen gegen die Finnegans? What the fuck? Das soll nicht so sein, glaube ich. Er redet nicht. Es ist verbuggt. Ich habe direkt den nächsten Bug gefunden. Richtig geile Sache. Ich kann nichts machen. Oh Gott. Die Aufnahme hat doch gerade erst gestartet. Willst du mich verscheißern spielen? Was ist denn los bei den Ubisoft-Spielen in letzter Zeit? Was ist da los, Mann? So, machen wir das eben nochmal. Habt ihr gesehen, was da passiert ist? Scheiße. Wie soll ich dem denn auch noch schnell ausweichen können? Du und deinesgleichen gegen die Finnegans. Ich gar nichts. Mein Boss hat mich geschickt. Ah, und wo finde ich den? Ganz einfach. Aus dem Hof des Gebäudes steigt Tag und Nacht schwarzer Rauch auf. So, du Schweinehund. Okay, geht doch. Und Scheiß, ich
muss sagen, ich finde den Anzug ziemlich nice. Der sieht ziemlich geil aus. So, das Hauptquartier der Bande übernehmen. Was haben wir? Bandenführer. Bandenführer verstecken sich und versuchen einem aufzulauern, aber man kann ihre Angriffe kontern. Achten Sie auf Geflüster, was die Anwesenheit eines in der Nähe versteckten Anführers anzeigt. Benutzen Sie Adlerauge und machen Sie die Schleicher mit dem Gefahrenkompass ausfindig. Der Kompass führt sich um so mehr, je näher Sie dem Ziel kommen. Den Anführer der Bande ausfindig machen und töten, die Flagge der Bande streichen. Nicht erschießen lassen. Okay, das ist das Ziel. Nicht erschießen lassen? Okay, doch. Also Multiplayer-mäßig. Alles klar. Gar kein Problem. Gar kein Problem hier. Wie gesagt, den Multiplayer von dem dritten Teil habe ich extrem lange gezockt. So. Brüll mal nicht so laut. Das war ja easy. Schön, dass du zu mir gekommen bist. Alles klar, wir holen uns noch die Flagge. Kletterst du hoch? Ja. Was, sind das zufällig Assassinen oder was soll das Zeichen jetzt? Ein Mann gegen eine ganze Bande. Shay Cormick ist sein Name. Ist gerissen. Ist direkt gerissen. Ist komisch, wie gerade. Wo sind wir überhaupt? Ach, wir sind jetzt endlich auch in New York. Schön, schön. Was ist das hier? Assassinenabfang. Wo ist denn unsere nächste Mission eigentlich? Das wird bei Rauch helfen. Ganz ruhig, Master Cormick. Wir sind Freunde. Die Finnegans waren besorgt, ihr würdet selbst aktiv werden. Ich bin Colonel George Monroe. Colonel? Ich kam zu helfen, aber wie ich sehe, zu spät. Danke für eure Hilfe mit diesem üblen Gesindel. Eine Seuche in New York. Was schert es euch? Ihr Rotröcke seid doch nichts anderes als Gutsherren. Das Stadtvolk hier muss hart schuften, um einigermaßen zu überleben. Eure Meinung kann ich euch nicht übel nehmen. Einige meiner Standesgenossen waren wenig hilfreich. Aber ich folge einem anderen Plan. Und der dann wäre? Mich kümmern. Ich wünsche, dass die Kolonisten sicher und erfolgreich sind. Noble Worte. Vielleicht werden euch ja Taten überzeugen, Master Cormack. Okay. Hier, nehmt das Diebesgut. Jetzt lasst uns das Geld zum Wohl der Stadt. Ich weiß, ihr habt keinen Grund, mir zu vertrauen, Master Cormack. Ihr sagt, ihr seid ein Freund der Finnegans. Bin ich. Ihr Ältester arbeitete für mich. Ihr ähnelt ihm. Wie das? Fürsorge. Er wollte den Leuten Gutes tun. Wir teilten einen Traum, er und ich, die Welt zu einem besseren Ort zu machen. Überleben allein reicht nicht. Voller Bauch, warme Kleidung. Freiheit von dem, was die größte Freiheit überhaupt ist.
Ihr scheint gegenüber den Menschen, die ihr regiert, wohlgesonnen zu sein. Ich regiere nicht, Master Cormac. Ich unterstütze. Seht ihr das verwahrloste Gebäude, Master Cormac? Wir können es erneuern. Stadterneuerung ist eine Wissenschaft, deren Wert sich auf dem Kontinent bereits erwiesen hat. Ich habe ein paar Materialien beschafft. Verschönert damit das Gebäude. Okay, Renovierungen. Sind eine bedeutende Quelle für Einkünfte. Sie müssen sich die nötigen Rohstoffe beschaffen, bevor sie ausführen. Okay, alles klar. Das ist doch schön. Das ist doch schön. Okay. Machen wir das mal. Welch gutes Werk! Das Viertel wird dadurch gleich besser. New York wird unter eurer Aufsicht sicher erblühen, Master Cormac. Ihr könnt Großes für Stadt und Bürger erreichen. Letztendlich braucht jedermann ein Ziel. Gehabt euch wohl, Master Cormac. Okay, 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 alles klar. Wir können also New York hier ein bisschen aufbauen. Das ist ziemlich geil eigentlich. Und man muss ja sagen, also mir fallen jetzt schon wieder zwei Dinge auf. Der Colonel behandelt mich als ehrenwerten Mann. Jemanden, der das Gute will. Er mag recht haben. Nach allem, was geschehen ist, allem, was ich tat, Vergangenes ist nicht zu ändern. Aber vielleicht liegt hier meine Zukunft. Und vielleicht, nur vielleicht, kann ich diesmal das Richtige tun. Ich sollte zurück zu den Finnegans und sie beruhigen. Wie passend zu meinen Worten, zu Chase Worten gerade. Ja, was ich sagen wollte, was er auch gesagt hat. Also, Shay, ich hab's von vornherein gesagt, ich hab Bock auf die Story und die ist verdammt nochmal richtig krass, geil, interessant, das habe ich auch schon gesagt. Sowohl die von Shay, als auch die in der Gegenwart, ist auch extrem interessant. Und auch seine Ansichten. Sind die wirklich so verkehrt bisher? Ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Er will nicht, dass durch die Artefakte Städte zerstört werden und da was weiß ich passiert. Er hilft diesen Leuten, die ihn aufgenommen haben und so weiter. Versucht hier die Straßen aufzubessern und so weiter. So schlecht ist er doch gar nicht. Ja, das ist halt das so, wo man auch gesehen hat. Ja, Assassin's Creed Rogue wird angekündigt. Was, du spielst einen Templar? Nee, scheiße, ist doch nicht Templar's Creed und so. Ja, man muss natürlich immer erstmal abwarten und... Also bisher kann ich Chase, das war nicht meine Absicht, kann ich Chase Motivation absolut verstehen, zu 100% bisher. Also ich würde auch nicht wollen, dass mit diesem Artefakt da Städte kaputt gehen. Eine komplette Stadt wie Lissabon einfach mal weg. Egal, muss halt so sein, ja, es dient einem höheren Zweck, das ist doch Blödsinn.